Gut, willkommen zurück, liebe Freunde des Schlachtgetümmels. Ich hoffe, ihr seid alle wieder fleißig dabei beim Zugucken. Ja, was haben wir jetzt heute vor? Mal sehen, wir haben noch 17 Runden vor uns. Gucken, wie weit wir kommen, was wir noch schaffen. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir mit denen hier immerhin bis denen noch kommen, bis zu dem Teil in diesem Part noch kommen. Ob wir noch bis hierher kommen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass wir das hier holen können. Aber warten wir ab. Ja, was habe ich mir überlegt für diesen Part? Ich würde diesen Part furchtbar gerne einen Teil meiner Einheiten nachziehen. Dazu diese hier absitzen lassen, anschließend den Jeep dorthin, dann das MG und das Helferlein, dürften insgesamt 5 Leute sein, jawohl, und so viel Plätze haben wir auch im Jeep, dann das MG zügigst hier hinten nachziehen und dann zu sehen, dass hier dann mit 2 MGs weitermachen. Anschließend, beziehungsweise, das hat's ja nicht ganz so weit, das MG packen wir auch zusammen. Werden das hier vorne mit nachziehen. Wie viel Schuss hat's noch dabei? 1300, jawohl, das genügt. Ob wir letztendlich dann hier noch weitermachen, weiß ich nicht. Das hängt einfach davon ab, wie schnell die dort oben weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, ich persönlich habe das HJ-Haus eigentlich für mich schon eigentlich aufgegeben. ganz kurz, warum? Ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir dahin wollen, sehr, sehr viele Leute noch verlieren. Das heißt, wir würden 500 Punkte eventuell, wenn wir da wirklich hinpreschen und keinen Panzer verlieren, sondern wirklich nur Personal, 500 Punkte gewinnen und dafür eventuell unseren Bonus, den wir bekommen, wegen sehr wenig Ausfällen, die 250 verlieren. Das heißt, sie hätten dann insgesamt so ungefähr einen Gewinn von 250, wenn uns zwischendurch noch ein Panzer abhanden kommt, 0 oder weniger. Daher lasse ich das lieber den Deutschen, versuche lieber den das hier noch streitig zu machen, wenn es geht. Aber relativ zügig, mit einer gewissen Sicherheit. Deswegen auch schnellstmöglich das MG nachziehen. Und dann mal sehen. So, mein Plan. Die sind hier in Stellung. Den haben wir schon den Befehl gegeben, nach dort vorzurücken. Wir machen hier jetzt richtig Meter. Wenn die dort sind, ziehen wir den Panzer auf diese Höhe nach. Anschließend wird dann dieses Squad überspringen, dieses Gebäude nehmen, ins höchste Stockwerk gehen. Das MG wird auch abbauen, nachziehen, wird sich hier am Gebäude sammeln, wird aber nicht das Stockwerk betreten. Gleichzeitig wird dieses Squad hier das Gebäude verlassen, dieses Gebäude nehmen. Und dieses Squad wird dann hier vorspringen an dieses Gebäude. Wahrscheinlich gleich mit diesem Squad dieses Gebäude komplett nehmen und dann immer im Großen und Ganzen überschlagend vorgehen, das Ganze. Dann bin ich recht zuversichtlich, dass sie sehr zeitnah gleichzeitig diese beiden Gebäude nehmen können. Ein MG hier positionieren, beziehungsweise ein Squad hier positionieren. Wenn diese drei Gebäude genommen worden sind, wird sich dieses Squad, vorausgesetzt hier entsteht kein Feuerkampf, dort hinüber an dieses Gebäude bewegen. Dort wird dann auch das MG sich in Stellung beziehen. Da gucke ich, welches von den beiden Gebäuden die besseren Schussvektor gibt. Den Panzer werde ich dann auch nachziehen, hier auf die ganz rechte Seite, dann brauche ich nicht riskieren, dass hier noch irgendwas drin ist. Durch, hier durch, dann hier vorbei und hier rechts quasi als fahrendes MG wirken.
und wenn wir mit dem ersten Squad hier sind, hinter dem Gebäude, dann will ich den Panzer hier in der Mitte haben, sollte sich hier etwas bemerkbar machen. Ich nehme einfach an, dass die Deutschen auch das Ganze verteidigen und daher den Panzer dort als kleinen Meinungsverstärker lassen. Anschließend dieses Gebäude nehmen. Ja, ganz kurzes Gucken. Ah, hier fehlen uns wieder Sprengladungen. Deswegen wahrscheinlich dieses Gebäude nehmen im ersten und Erdgeschoss, also erstem OG und Erdgeschoss. Gucken, ob wir hier Feinde sehen. Anschließend gegebenenfalls hier vorbei. HQ-Truppen nachziehen, wenn wir noch genug Zeit haben. Dann einfach mal dieses Ding hier mit Artillerie bombardieren, also mit unseren Mörsern, dass die sich leer schießen. Ist zwar danger close, aber fuck it. Und dann gegebenenfalls hier hinten noch überspringen und dieses Gebäude und dieses, also diese beiden hier nehmen eventuell. Und hoffentlich verlieren wir hier dann nicht so viel, dass sie auch unseren Bonus einbüßen. Ich habe leider aktuell keinen richtigen Überblick, wie viel wir schon jetzt gesamt verloren haben. Das wird sich jetzt im Laufe der Nachbesprechung dann zeigen. Ich weiß noch nicht, ob wir vor allem nicht, wenn ich so weiter quasi alles in diesem Part schaffen. Ich hoffe aber mal, da ich jetzt aktuell keine Chance sehe, viel weiter als da noch zu kommen. Gut, so wollen wir beginnen. Okay, hier hat der Panzer mal freundlich reingehagelt. Ich möchte nur mal gucken, ob wir... Wir haben zumindest gehört, dass da jemand umgekippt ist oder zumindest verwundet wurde. Ob leicht, mittel oder schwer, werden wir dann wohl sehen müssen. Ja, unser MG unterdrückt da den ekelhaften Scharfschützen immer mal wieder. Oh. Ja, da werden wir gleich mal direkt mit der Hauptkanone. Der hat zwar nur noch AP, aber das stört mich jetzt nicht. Soll er da mit AP mal reinwemsen? Haben die eine AT dabei? Das sind bestimmt die Reste von dem Infanteriegeschütz. Okay. War eigentlich nicht mein Plan. Sondern eigentlich wollte ich ja den dort haben. Gut, wir sind hier in dem Gebäude angekommen. Das heißt, wir ziehen hier alles nach, nicht, dass wir wieder was vergessen. Ich neige ja dazu, gerade HQ-Trupps irgendwo hinten am Arsch der Welt stehen zu lassen.
Bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwelche Auswirkungen hatte, ich da mal kurz reinwämsen lasse, aber tun es erstmal. Dann hoffen wir mal, dass die hier bald wieder zur Munition kommen. Ist überhaupt ein guter Plan, sich mal Gedanken über die Gesamtsituation an Munition zu machen. Wie sieht das bei den Squads hier oben? Die sollten ja noch... Ja, die sind relativ... Das ist noch ganz okay. Die hier sind noch relativ kampfstark mit ihrer Munition. Upp. Upp. Dürfen dürfte die Optionslage auch nicht viel besser sein, ja. Es doch feststellen. Nicht da in Zukunft ein wenig mehr drauf achten muss. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht viel mehr zu tun in dieser Runde. Haben wir vielleicht gegeben, genau. Schauen wir erstmal. Sind da gerade geflogen. Ach. Er versucht das Gebäude zu treffen. Okay, da ist er wieder aufgetaucht. Der Sturmgewehrschütze. Okay, der erste Jeep ist auch gleich hier. Ach, diese Wegpunkte von denen. Aber manchmal, das ist so ein bisschen eins der kleinen Probleme oder kleinen Sachen, die mich hier stört. Das Problem ist, dass sie an jedem Wegpunkt mehr oder weniger erstmal anhalten und ein bisschen gucken. Und das ist natürlich problematisch, wenn ich eigentlich will, dass sie im nächsten Zug eigentlich dann schon weitermachen. Ja, und hier ist es tatsächlich so, dass die dann stehen bleiben und das heißt, entweder ich muss ihnen ganz genau die Wege geben, dann dauert es aber ewig, weil dann fährt er hin und her und bleibt ständig stehen. Oder ich gebe ihnen einen halbwegs kompetenten Befehl und dann fährt er halt eine Route, die ich nicht immer haben möchte. Insofern bin ich da manchmal etwas unbegeistert.
Mensch, ich könnte jetzt hier einfach die Munition mal rausklauen, so on the fly, aber on the fly wird das nichts. Okay, das dürfte interessant werden, wo die gleich einschlägt. Im Allgemeinen würde ich sagen, hier ein Spielteam ausgliedern. Schnell nach hier hinten. Schnell in die Mühle. Sich da die Munition greifen. Gut, hier sieht's aber schon schön aus. Die sind auch quasi schon hier oben. Das heißt, die können gleich nachziehen. Was also jetzt sagen, wenn ich hier gleich einen auf den Deckel kriege, bin ich natürlich selber schuld. Ich gehe da gerade so on the fly vor. Das hätte ich lieber am Anfang hier machen sollen. Aber ja. Ja. Wupp. Aber unschön, was da gerade passiert. Die Artillerie. Die ist mir deutlich zu nah. Gut. Jetzt aber hier erstmal Ausrüstung. Das hier nehmen das alles mit. Das. Alles. Schnell wieder ins Gebäude. Dann hierher.
Den fahren wir dann besser auch mal gleich hierher. Nimm die aber vorher noch den Befehl. Kann ich gar nicht. So. Absitzen. Ein, dein. So. Da kann sich dann der Führungstrupp hier, ja, Q-Trupp, wenigstens noch die Karabinermunition rausklauen. Ja, hier das gesamte Kompanie-HQ nachzuziehen, war vielleicht jetzt nicht so der Plan vor dem Herrn. Absitzen. Schnell hier bitte auch ins Gebäude. Dann muss hier halt eine dritten Gruppe bzw. Squad ja auch eine Spähgruppe, Spähtruppe ausgliedern. Ja, dann dort das Fahrzeug besteigt. Gut, hier machen wir ja gut Fortschritte. Das Fahrzeug ist besetzt. Irgendwer, irgendwelche Einwände? Natürlich hier, die immer wieder gleich gezielt aufs Korn nehmen. Okay. Thank you.
Ja. Die sind unterwegs. Geben wir denen noch 30 Sekunden. Dann sollen die sich in Eile dort sammeln. Diese dort. Sie diese beiden Gebäude möglichst zeitgleich nehmen. Bis dahin sollten die auch teilweise, die sind ja schon aufmunitioniert. Die wieder mit ins Spiel bringen. Eventuell den Kollegen dort noch versorgen. Der hat ja vielleicht noch ein bisschen Munition dabei. Kann der da eigentlich mal. Wir wissen ja, dass da oben was ist und gar nicht mal so wenig. Daher ist für mich die Frage. Er kann aber nicht. Doch, von da kann er. Geht mir rein weg um uns ums Unterdrücken. Ich möchte nicht, dass sind die dann hier an das Gebäude rangehen. Weil hier, ich möchte jetzt einfach keinen Ausfall mehr riskieren. Da wir nicht wissen, was hier sonst noch so ist. Gut, unsere Squads sind halbwegs aufmunitioniert. Wo liegt denn hier der Verletzte? Der liegt im Erdgeschoss, oder? Dem würde ich ja schon gerne helfen.
Nehmen wir mal an, bis der da ist und das MG können die dann aufsitzen und dann die nicht ganz so abgeschlagen. Ja. Ja, wegen Jagdpanzer schießt der Jackson ganz schön scheiße. Aber wenn da jemand war, so, oi, 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 der wird sich umgucken. Habe ich den Jeep doch ein wenig überschätzt. Ich glaube nicht, dass der die noch einholt. Soll mir aber recht sein. Dann soll es das rechte Gebäude sein. Ich hoffe, dass das MG irgendwann nochmal ankommt, damit ich das gegebenenfalls hier reinpacken kann. Aber dieses Squad mache ich in 30. Das kann hier noch kurz bleiben. Oh, eine Hintertür hat das Ding.
Macht hier jetzt eigentlich jemand erste Hilfe? Jawohl, auch die kümmern sich um ihren Kameraden. Ja, ich glaube nicht, dass hier noch viel mehr Bewegung reinkommen wird. Also hier auf der rechten Seite, ja, mit dem Platoon werde ich sehen, dass ich relativ schnell vorgehen werde, aber... Was haben wir hier? Oh, ein MG. Aber ich glaube, dem ist es schlecht ergangen. Ist mir aber auch lieber so, als wenn es mir schlecht ergangen wäre. Oh, Junge. Haltet da bitte trotzdem noch mal ein bisschen rein, ja. Gut, dem MG dürfen wir natürlich nicht vergessen, den Befehl zum Aufstellen zu geben. Ich denke mal, da werden die sich dann irgendwo ganz gut treffen können. Das hole ich mit auf die Höhe, das möchte ich dann später dort vorne irgendwo mit haben. Oder hier irgendwo aufstellen. Wäre auch eine Möglichkeit. Kannst zumindest dort durchgucken, wenn da was ist. Und man mich misst, wenn wir bis dahin nicht schon alle tot sind. Gut, auf die müssen wir jetzt leider noch ein wenig warten. Eine Runde. Okay, er empfindet wohl diese Route dort ein wenig schöner als die von mir zugewiesene. Insofern er schnell genug da ist, soll es mir recht sein. Ja, es passiert jetzt relativ wenig aktuell. Kann verstehen, wenn das ein wenig langweilig ist. Ich kann auch verstehen, wenn man
es nicht gut findet, dass ich auf dieses Gebäude nicht vorgehe, aber ich denke, ich habe erklärt, warum ich das Ganze so sehe. Ich hoffe, dass da Verständnis hier vorhanden ist. Aber dafür versuche ich ja hier Druck zu machen, um für euch wenigstens auf dieses Ziel zu holen. Weißt du was? Fahr, wie du willst, solange du irgendwie hier einkommst und dann dorthin. Rest ist mir Wurst. Ich habe übrigens mal geguckt, diese Verwundetenversorgung, die hat weniger damit zu tun. Okay, da hätte ich noch einen Wegpunkt mehr geben sollen. Oder dreht er da gerade nur? Die hat weniger damit zu tun. Ach, er ist sich wieder nicht sicher, wo er lang soll. Dass man da den Leuten hilft, das hat eher damit zu tun, dass man letztendlich da Munition zurückbekommt. Das ist eigentlich alles, soweit ich das verstanden habe. Das heißt, sollte man irgendwie einen Squad haben, wie bei mir, wo sowieso die Munition schon knapp ist, kann man damit quasi, die werden dann dort überspringen. Kann man damit quasi noch mal ein wenig dem Squad Munition wiedergeben. Und wenn das MG hier aufgestellt ist, werde ich mit dem Squad noch mal runtergehen. Und ja, dass diese Gebäude hier sichern lassen, auch wenn ich überzeugt bin, dass da nichts ist. Das MG sollte gleich aufgebaut sein. Wir müssen jetzt einfach die Beine in die Hand nehmen. Ein bisschen Gas geben und ich weniger Blödsinn erzähle, dann schaffen wir vielleicht auch noch alles in einem Part. Knapp 20 Minuten haben wir noch.
Ja. Soweit, so gut. Oh. Sehen tun die ihn. Auf ihn schießen wollen sie nicht. Ich würde das Squad jetzt eigentlich lieber mitnehmen, aber... wenn ich die Möglichkeit habe... Gut, die werden noch eine Runde brauchen, bis sie in Stellung sind. Dann werde ich sie beide hier rüberziehen und dann dort ans Gebäude. Endlich. Das MG ist ja gleich aufgebaut und der Panzer ist dann auch in Position und dann... wir müssen jetzt einfach Druck machen. Ich will niemanden mehr verlieren, aber wir müssen Druck machen. Na, da drückt kriegen sie ihn, aber getötet nicht, wa? Ich euch den. Ja, ich habe den Aufbaubefehl wohl vergessen. Vier Minuten, ich hoffe, wir kriegen diesmal auch wieder ein bisschen Bonuszeit. Drückt die Daumen. Gerade nochmal guckt den ganzen Part. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier ein Part in Überlänge draus mache oder... weil die ganze Mission werden wir wohl nicht in diesem Part schaffen. Sind jetzt seit ca. 52 Minuten irgendwas in dem Dreh.
erstmal super. Das SMG steht schon. Ah. Dann ziehen wir mal schleunigst unser Squad nach. Soll erstmal da reingehen. Okay, da hätte der dann auch einen Zielbereich. Das hier ist das dichteste Gebäude, deswegen will ich das direkt sehen. Das hier ist am weitesten entfernt, das kriegen die hoffentlich selber geklärt. Das hier kann das MG und da dann hoffentlich der Panzer. Die Sache klären. Gut ist. Ah ja, ich nicht mit der Pause doch knapp 10 Sekunden verkalkuliert. Also ich bin davon ausgegangen, dass der Feind hier irgendwas drin. Positionieren wird. Okay, jetzt kriegen wir von dort vorne Feuer. Was bedeutet, die hier noch mal langsam raus. Sind das die im Erdgeschoss oder? Ja. Ich lass die sich erstmal verstecken. Risky, risky Nummer. Den hier so vorziehen. Nur in Eile, den so vorziehen, dass der schießen kann. Und deswegen auch nur in Eile, damit ich den nach Möglichkeit gleich wieder zurückziehen kann. Okay, vom zweiten Stock hätten sie keine Sicht. Aber dann müssen sie in den zweiten Stock. Die hier kriegen auf jeden Fall das Ziel. Die kriegen den Zielbereich.
Fehlt mir jetzt einfach das dritte Squad, um ehrlich zu sein. Das braucht 2,5 Minuten, um alleine aufgestellt zu werden. Was ich machen kann, ist, gehe hier noch in den zweiten Stock und auch noch zusätzlich damit drauf. Ich weiß auch nicht, es kann sein, dass hier ein Schieb auch vernichten müssen, also den Kübelwagen, damit dieser Bereich hier als gesichert gilt. Ihr sollt nicht auf den scheiß Kübel schießen. Upp. Los, 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 Runde vorbei, Runde vorbei, Runde vorbei, Runde vorbei, bitte, bitte, bitte. Okay. Ziel löschen. Rauch. Rückwärts. Knappe Nummer. So, wir kriegen den MG-Fuzzi da oben weiterhin unterdrückt. Okay, wir sind jetzt bei 0 angekommen. Warten wir nochmal, dass es an das Quartier kommt. Also den Angriff hierauf werde ich nicht mehr machen. Wir wissen von mindestens einem MG-Schützen da drin. Das ist mir ein wenig zu risky. Hier ist irgendwo noch ein Panzerschreck. Das heißt, mein Sherman ist hier aktuell auch nur. Nur Altmetall. Gucken lieber, dass die hier noch an Land kommen, hier überspringen und den Punkt sicher machen. Hier rein, gucken, ob hier im Hof was ist. Dann in Sturm in das Gebäude. Gucken, ob hier was ist. Vielleicht sehen sie ja einen Panzerschrecktrupp, vielleicht nicht. Dann lassen wir die letzten 10 Minuten auslaufen, würde ich sagen. Das werde ich dann auch heute alles noch in diesen einen Part reinmachen.
Lohnt ja nicht dafür noch einen zweiten Part noch anzufangen. Warum schießen die denn jetzt? Okay, ich meine, das hier passt ganz gut. Der kann jetzt nicht noch mal rauchen. Dann sollen die ihm noch mal ein paar Sekunden geben. Ein bisschen weit geraucht. Immerhin, der MG-Schütze hat gut mitgespielt. Denn der hat genau dann angefangen, sich wieder blicken zu lassen, als sie hier rüber wollten. Und da kam der Beschuss, oder? Da hat er sich gar nicht blicken. Nee, der hat nicht. Das war. Der Bazooka-Schütze, der dann doch mal gedacht hat, ach. Jetzt, wo er ja schon die Hälfte hier unterdrückt hat, jetzt kann ich auch mal schießen. Ah, okay, da wurde nicht direkt auf den, auf das Squad hier unten gefeuert, sondern das war MG-Munition, die da. Gut. Der MG-Schütze ist also immer noch sehr, sehr hartnäckig. Dann schießen wir mal ein Rohr auf. So.
Nur echt noch einen Verwundeten kassiert durch den Nahschaum. Weil er sich von zwei Squads leider nicht unterdrücken lässt. Die haben den Panzerschrecktrupp gefunden. Dann sagen wir einfach mal, der soll da hinschießen. Die sollen da hinschießen, da wird der Panzerschrecktrupp hoffentlich gleich vernichtet sein, dann kann ich meine Boys da unterstützen. Ah, das war klar. Ach, Panzer, dann triff aber jetzt auch bitte. Da macht schon jemand erste Hilfe. Die konnten ihren Verwundeten noch nicht abtransportieren. Die sind unterdrückt. Ja, hoffen wir's, dass der Panzer es jetzt reißt. Junge, ein Panzer schießt auf dich jetzt. Sei unterdrückt. Gut, jetzt habe ich gerade den nächsten tollkühnen Plan gefasst. Es geht mir weniger darum, das Ziel hier oben jetzt zu sichern. Mir geht es darum, hier ein Squad reinzubringen, damit es nicht mehr von den Deutschen als gesichert gilt.
Nochmal. Jetzt risky, risky. Hier hinten wird noch einiges stehen. Schlauer wäre es wahrscheinlich hier rüber zu gehen, aber... Moment, Ziel löschen. Heile. Blick Richtung dort. Keine Ahnung, ob das klappt. Wirklich nicht. Anscheinend nicht. Hat aber geklappt. Also nicht das, was ich eigentlich vorhatte, aber das hat geklappt. Auch hier. Ein Pioniertrupp wäre so schön, ne? Sind überall keine Türen zwischen.
So konzentriert die ganze Zeit auf einen Teil. Gerade sagen, jetzt ist er wahrscheinlich irgendwo anders irgendwas in die Luft geflogen, aber. Mal, ob das diesmal klappt. Und der Ordnung halber können wir das HQ nochmal nachziehen. Auch wenn ich denke, dass gleich Feierabend ist. Aber in einer Stunde 20 Minuten sind wir gerade ungefähr. Nirgendwo Durchgänge, ne? Das ist richtiger Schmutz. Gut, die werde ich jetzt schnell hier rüber verlegen, damit ich die da drin habe. Dann kann ich nämlich auch hat er so wohl keinen mehr. Dann kann ich die hier nämlich hier abziehen. Dann schnell dahin bringen. Solange hier noch Rauch steht. Die hier rausbringen. Dann jagen da hinein. Panzer sollte ihnen ja Deckung geben können. Ist alles noch ein bisschen risky. Könnten wir jetzt noch Leute bei verlieren. Werden wir dann sehen. Insgesamt möchte ich das ganz gerne noch ein bisschen riskieren. Letzten 10 Minuten hier. Ich hätte gehofft, dass sie sich ein bisschen mehr beeilen. Okay, die dringen da jetzt auf jeden Fall ein. Okay. Gefecht ist damit abgelaufen. Das letzte Ziel gilt nicht mehr als gesichert. Trotzdem haben wir einen vollständigen Sieg. Liegt an unseren
Verlusten und Feindverlusten, die wir hier zugefügt haben, nochmal ganz kurz von oben nach unten durchgehen. Wir haben zwei der 500er-Ziele gesichert und zwei der 250er. Die Deutschen sollten die halten. Haben sie nicht gekonnt, weil, gucken wir gleich auf der Karte, da hatten die noch als Zusatzziele, wie in der ersten Mission auch, habe ich ja erwartet, unsere Panzer zu vernichten. Auch das ist ihnen nicht gelungen. Weil ich die allerdings auch sehr stark hinten gehalten habe, man hätte sie sicherlich wesentlich offensiver verwenden können. Und wir haben halt Feindverluste und eigene Verluste jeweils nochmal 250 Punkte bekommen. Daher konnten wir damit ausgleichen, dass wir das eine 500er Ziel nicht bekommen haben. Haben die natürlich auch nicht. Damit steht 2000 zu 0 Punkte. Wir haben 216 Mann, die in Ordnung sind, haben 11 Tote, 10 Verwundete. Demgegenüber stehen wir mit 44 Mann, die bei den Deutschen noch okay sind. Wir werden gleich auf der Karte noch mal ein bisschen genauer gucken, was das da ist. 65 Mann tot. Das ist, glaube ich, insgesamt ganz gut, aber wir haben auch wieder sehr, sehr viel Glück gehabt. Obwohl ich am Anfang deutlich schlechtere Zahlen gesehen habe, als die Artillerie mir da doch so enorm auf den Keks gegangen ist. 60 Mann verwundet. Ist ein gutes Verhältnis, aber wir haben auch Panzer gehabt. Gut, gucken wir uns die Karte an. Achso, ja, und zwei Fahrzeuge haben sie verloren. Wir null. Aber gut. Gut, schauen wir an. Da ist hier nämlich noch der Kübel. Der ist uns nämlich entkommen. Ist es tatsächlich der? Muss der sein? Ist kein anderer Kübel mehr da. Ja, das LMG ist tatsächlich noch gar nicht ganz ausgeschaltet. Ganz witzig, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Feuer hier könnte man ja wieder beenden, aber vielleicht hätte sie ja tatsächlich noch erwischt. Gesichert hätten wir das Ganze trotzdem nicht mehr in der kurzen Zeit, weil hier ist noch ein HQ-Trupp. Die sind zwar gebrochen, das muss mit der Gesamtmoral zu tun haben, weil halt sehr, sehr viele Deutsche gestorben sind. Aber hier im Nahkampf gegen Schützen mit STG 44, 2 und ein K98. K98, ist es der Funker oder? Okay. Ist gar kein Funker mit bei. Interessant. Ah, da sieht man hier auch, der erste Zug hat auch relativ wenig Komplettausfälle. Wären wir hier vorgegangen, ich habe eigentlich gedacht, dass hier noch was sitzt, habe ich glaube ich auch mal gesagt, aber wir sehen. Dass hier noch ein HQ-Trupp drin gesessen hat. Ne, dahinter, okay. Da wären wir also vorgekommen, aber auch Panzerfaust 100, das heißt, die hätten theoretisch, wenn sie hochgegangen wären, meinen Panzer beschädigen können. Panzerfaust 60, okay, die auch nochmal ein LMG. Der HQ-Trupp ist jetzt nicht ganz so, ja, und hier haben wir auch noch das MG, was sogar auch noch betriebsbereit ist, was ich also vorhin, was heißt vorhin, was ich gestern oder wann ich hier reingesemmelt habe. Man kann es jetzt leider nicht sehen. Nicht komplett vernichtet habe. Schade. Ja, und dann hier das Erwartete. Aber da habe ich mit einem HMG gerechnet, ist aber nur ein LMG. LKW. So wären wir hier vorgegangen. Wir hätten es locker, wir hätten es schaffen können, aber wir hätten deutlich Ausfälle riskieren müssen aus meiner Sicht. Hätten dann natürlich hier das ganz ins Kreuzfeuer genommen und hätten das Ziel noch gesichert. Hätte. Ich bin schon ganz froh, dass wir hier so gut durchgekommen sind. Das hätte mir jetzt nicht so die Sorgen gemacht. Obwohl wir die hier so benagelt haben. Vorhin haben wir hier keinen Ausfall provoziert. Hier auch nicht. Okay. Der Gewehrgranatboy ist sogar noch immer noch aktiv. Der P-38-Schütze ist noch da.
Ja, bei meinen einen STG-44-Schützen, denen ist gar nicht sehr gut. Dann hier, das ist auch noch aktiv. Interessant. Hat bloß anscheinend keinen Schusswinkel, das Maschinengewehr 34. Ansonsten Gewehrgranatboys. Also die KI-Teilt, die kann auch sein, dass einfach fest im Szenario ist, sind die hier halt sehr stark verstreut. Das macht in dem Verteidigungsgefecht aber auch tatsächlich Sinn. Ja, alles in allem anstrengende Mission, muss ich zugeben. Am Anfang habe ich sehr, sehr viel Zeit gelassen. Hab wieder ein bisschen Glück gehabt, sehr, sehr viel Glück sogar. Hier das mit dem Panzercheck, dass ich das mit dem Panzer vernichtet habe, den Trupp, war eine risky Nummer. Wir haben da also einen unserer Leute, muss man jetzt einfach so sagen, geopfert, um damit den Panzercheck-Trupp da wegzukriegen. Das ist halt leider manchmal die einzige Wahl, vor der man steht. Damit habe ich euch jetzt aber auch, glaube ich, lang genug von produktiven Dingen am heutigen Tag abgehalten. Ich werde das jetzt einfach mal durchs Programm hämmern, dann hochladen. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Mission wieder mit dabei. Es kann sein, ich habe jetzt wirklich mal nach den ganzen Sturmgewehr 44 Attacken Lust, ein wenig die Deutschen zu spielen. Es kann also tatsächlich sein, dass ich mir jetzt mal die Kampagne der Kampfgruppe Piper antue. Dass das nächste ist, was ich hochlade. Da könnt ihr mir ja sonst einfach mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Ich jetzt erstmal mit den Deutschen weitermache. Oder ob ihr wirklich ja wollt, dass diese Kampagne weitergespielt wird. Ich werde natürlich versuchen, beides so ein wenig weiterzuführen. Ja, dann wünsche ich, wie gesagt, einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns später wieder. Bis denn dann.